freue mich natürlich auch, damit meinem Herrn Sohn da heute spielen zu dürfen. Der ist aktuell gerade heute und sonst. Genau. Genau, der heute ist sehr viel beschäftigt, der ist, weil er nämlich gerade vor 2 Stunden auch schon ein Konzert hatte, nämlich im Grunde genommen einen Klassenabend seiner Gesangsklasse, oben in der Sodergasse, also an dem Eck, wo früher die städtische Hauptbücherei war, mit der habe ich ganz viele, ganz tolle Stunden übrigens auch verbunden, weil zu Studienzeiten habe ich mehr Zeit dort aus dem Studium verbracht und ganz viele tolle alte Schallplatten ausgegraben, eher auch viel Folkiges und Liederbücher. Ich glaube sogar, dass die diese braune Method oder Methode, die ich dort erstmals gelesen habe, genau, ja, in den Notenbüchern gefunden habe. Das nächste Stück hat der Raffi auch schon musikschulisch und sogar wettbewerblich gesungen vor einer Weile. Wobei es ein bisschen untypisch ist für klassisches Repertoire, ist es nämlich eigentlich auch mittelalterlich, und zwar von Neidhardt von Reuenthal. Also 14. Jahrhundert? Ja, ich glaube so auch. So in die Richtung? Genau. Übrigens auch halt ziemlich aus der Gegend. Also der war auch viel in Wien und so im Thulner Feld, glaube ich, und so. Hat sich da ziemlich viel mit Bauern gedügelt und so. Der Neidhardt ist der mit dem Pfeilchen. Genau, da haben wir das ja, genau, der mit dem Pfeilchen. Da gibt es die Geschichte. Mit, also wo der Herr Gute, Gute Neidhardt im Wald war und mit ein paar anderen Männern das erste Veilchen im Frühling gesucht hat, weil das als der Frühlingsbeginn dargestellt wird. Und ja, dann findet er auf einer Lichtung, auf einer wunderschönen kleinen Lichtung, das kleine Veilchen. Das erste Veilchen des Frühlings. Und verdeckt es mit seinem Hut, damit es keiner sonst findet. Ja. Und dann läuft er schnell zum Bollwerk in seiner Nähe, falls es ein Bollwerk war, das weiß ich nicht genau, wie auch immer. Jedenfalls. Zeigen wir ein Schloss. Ein Schloss, in Ordnung. Und wollte das Veilchen unbedingt der Prinzessin zeigen, damit er einen Ehrenplatz oder einen Ehrentitel oder Geld bekommt, was weiß ich. Viel Ruhm auf jeden Fall, genau. Oder einen Kuss von der Prinzessin. Okay. Und dann. Oder wollen wir nicht das Lied singen und die Auflösung folgt nach dem Lied? Mit Vergnügen. In dem Lied geht es nicht um Veilchen, aber es geht eigentlich auch um den Frühling. Mhm. Und darum, wie schwierig es mit Frauen ist, glaube ich, generell. Oder weil ich jetzt so halbwegs. Ich meine, mein Mittelhochdeutsch ist jetzt nicht ganz fließend, aber deins glaube ich aber eher auch. Ich kann es nicht so richtig beurteilen. Ich habe nie wirklich fließend Mittelhochdeutsch. Wie auch immer. Das Lied, das ich jetzt singen werde, ist auf Mittelhochdeutsch von Neidhardt von Neuenthal, einem Minnesänger aus der Gegend da. Wir hören uns gleich mal hin. Genau. Wollte ich die Idee in die Erziehung, in die oder weiß ich genau, mal probieren. Ist mit Mord und
gefragt. Wir verliert den sauren Knarr, das kommt von dem Schulendar, nehmen ihn die Kleine wahr. Sorgen ihnen mit dem Knarr, Abend und der Feit. Wollte sie mit einem jeden Männer beide zwieren, Männer, die gebütet, dass die Augen schlagen Tieren, der zwischen sieben, der Mannen und der Wehren. Och, der Mut, der zu froh ist, ein junger Mann, ein Gott, der von Schanden ist beherrscht und das Beste gern hat, den von Wehren setzen vor. Wenn für du wieb, fürchtet kaum, wie es war, gern wird er nimmer gram, ist der Wut im Liebenzahn,